der Kollege sagte mir, während Baupause würde das gehen. Nein, geht nicht mehr. Ich sag nur, es geht nicht mehr. Kommt kein Mensch mehr durch. Auch kein Pressevertreter. Warum dürfen die anderen Pressevertreter die da sein? Auf diese andere Seite fallen. Das erzählt man mir jetzt schon seit einer halben Stunde, dass die darüber geschickt werden. Und es ist so. Und es bleibt so und es wird so sein. Aha. Und ich lasse hier keinen mehr durch. Warum wird mir denn da vorne die Auskunft erteilt, dass hier ein Durchlass ist für Pressevertreter? Ich kann Ihnen nur sagen, die wird dann falsch gewesen sein, weil ich Ihnen jetzt sage, hier kommen Sie nicht mehr durch. Mhm. Gibt es einen Polizeisprecher, den man da fragen kann? Kann ich den mal sprechen? Wo ist denn der? Nein, nicht. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat mir die Anweisung erteilt, dass ich hier niemanden mehr durchlasse und auch keinen Pressevertreter mehr. Könnten Sie mal dann den Kollegen da fragen, warum er mir das gesagt hat? Kann ich auch nicht, dann hat er die Information vielleicht noch nicht. Aha, der hat aber einen Knopf im Ohr, also dann... Sehen Sie den Mann mit der goldenen Mütze, der ein goldenes Mützenmann hat? Das ist hier der Polizeiführer sozusagen, ja. Der Chef. Ja. Der hat die Anweisung persönlich erteilt und deshalb gilt jetzt für Sie... Ja, ich versuche ja nur nachzuvollziehen, warum ich da nicht hin durfte und die anderen Pressevertreter doch. Vielleicht waren die früher da, ich kann es Ihnen nicht sagen. Nee, die waren nicht früher da. Ich bin seit 7 Uhr hier. Dann kann ich es Ihnen nicht sagen, dann haben Sie Pech gehabt. Dann habe ich Pech gehabt? Ich kann es nicht sagen. Ist das irgendwie ein Rechtsgrundsatz, Pech gehabt? Ich sage es Ihnen jetzt nochmal, hier kommen Sie nicht durch. Weil ich Pech gehabt habe. Weil für Sie und Pressevertreter hier kein Durchgang mehr ist, generell für keinen mehr. Das habe ich Ihnen jetzt erklärt, damit ist das Gespräch jetzt beendet. Wer kann mir denn erklären, warum mir zwei verschiedene Auskünfte gegeben werden? Habe ich Ihnen auch gerade erklärt. Die Kollegen wussten es noch nicht. Damit ist jetzt das Gespräch beendet. Nee, können Sie dann Ihrem Kollegen sagen, dass Sie das durchgibt, dass alle einen einheitlichen Stand haben? Sonst komme ich mir ein bisschen verarscht vor, wenn ich hier hin und her geschickt werde. Haben jetzt alle einen einheitlichen Stand. Aha. So, ich würde Sie jetzt bitten, wieder hinter diese Absperrung zu treten. Ja, ja, ich gehe auch wieder auf der andere Seite. Da will ich mal gleich den Kollegen fragen, ob er den Stand hat. Können Sie gerne. Und warum er mir das erzählt hat. Machen Sie das. Hat nichts damit zu tun, dass Sie vom RBB sind, ne? Nee. Weil die haben nämlich durchgesagt, ist erst ab 13 Uhr, dann könnte ich es verstehen.